So, liebe Freundinnen und Freunde Bad Cannstatts, liebe Bad Cannstatter, heute sind wir im oberen Kurpark, einer kleinen Parkanlage, die viele Stuttgarter gar nicht kennen. Also vielleicht sollte ich den Film auch gar nicht machen, damit es nicht überrannt wird. Aber jetzt zu Corona-Zeiten sowieso nicht. Dieser Park entstand schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumindest in Anfängen. Um 1850, 60 hatte er etwa ein Viertel der Ausdehnung, die er dann um 1900 bekam und die bis heute im Wesentlichen gleich geblieben ist. Die Bäume hier gehören alle zu einer Art Arboretum. Das heißt, die Bäume sind alle genau verzeichnet und an manchen Bäumen finden Sie sogar noch Schilder, die erklären, was für eine Baumart hier gerade steht. Dieser obere Kurpark wird gerne genutzt zum Joggen zum Beispiel und auch für manche kleinen Veranstaltungen, wenn es genehmigt ist. Und die zentrale Wiese, die kann man auch benutzen, um sich dort als Familie hinzusetzen. Und die meisten sind auch anständig und hinterlassen auch keinen Dreck, wenn sie dort ein Picknick gemacht haben. Wenn ich manchmal die Kamera ein bisschen seltsam bewege, dann hängt es damit zusammen, dass ich jetzt keine Menschen filmen möchte, natürlich auch vor allen Dingen keine Kinder, die sie im Hintergrund zumindest hören können. Hier hinter dieser Baumgruppe kommt gleich eine alte Bank in den Blick. Und zwar ist diese Bank die sogenannte Freiligrath-Bank. Ferdinand Freiligrath war ein im 19. Jahrhundert ungeheuer populärer Schriftsteller und Dichter. Und es heißt, er sei sogar auf dieser Bank gesessen. Dadurch, dass die Bank schon in alten Plänen um 1900 auftaucht, ist es nun tatsächlich so, dass man davon ausgehen kann, dass diese Freiligrath-Bank tatsächlich von ihm besessen wurde. Damit es auch jeder kapiert, hat man vor einigen Jahrzehnten hier noch einen liegenden Stein eingefügt und Freiligrath-Bank drauf geschrieben. Und diese Bank ist ein Teil, wahrscheinlich nur ein Teilstück einer Rundbank, die um den Baum gemacht war. Und wenn man sich die Bank genau ansieht, dann sieht man, dass es hier offensichtlich auch einmal ein Rückteil aus Metall vielleicht gegeben hat. Ja, dass es vielleicht Lehnen gegeben hat. Da sind nämlich seltsame Löcher drin, die das natürlich, dass dieses Denken sozusagen hervorbringen. Gehen wir mal kurz den Baum hoch. Ferdinand Freiligrath wohnte die letzten Jahre seines Lebens im Alten Hasen, den es als Gasthaus ja sogar heute noch gibt, wenn natürlich jetzt auch geschlossen. Und er ging gerne in den oberen Kursaal, manchmal auch traf er sich hier mit Freunden, die er in Cannstatt auch hatte. Dazu gehörte auch dann Wilhelm Ganshorn, den Oberamtsrichter, der mit ihm schon sehr lange befreundet war. Die Familien haben auch wechselseitig die Taufpaten gemacht, wenn dann Kinder geboren wurden und so weiter. Die letzten zwei Punkte, die ich jetzt hier angehen möchte, nein, es sind wahrscheinlich drei, sind der Daimlerturm links aus dem Jahr 1894 und die Wandelhalle von 1861, die König Wilhelm I. gestiftet hatte. Und hier vorne noch ein Denkmal, das im Jahr 1909 eingeweiht wurde für den damals ebenfalls populären Dichter Berthold Auerbach. Das Denkmal allerdings, das hier in so einem kleinen Rundweg aufgestellt ist, ist nicht mehr so, wie es 1909 war. Damals gab es von einem Karlsruher Künstler namens Volz eine Büste, eine Bronzebüste, die oben aufstand und etwa nochmal so ein weiteres Viertel der Höhe ausgemacht hat. Diese Büste verschwand in den 30er Jahren, also irgendwann so 35, 36, 37 vielleicht. Denn Berthold Auerbach, den wir jetzt hier in einem Relief sehen, Berthold Auerbach war nicht nur ein populärer
Schriftsteller, der aus Nordstetten im Schwarzwald stammte, sondern er war auch Jude. Und er hat sogar, sollte Rabbi werden und hat aber während des Studiums ziemlich Mist gebaut, was junge Leute öfters machen. Und dann war ihm dieser Weg versperrt und dann wurde er Schriftsteller. Bekanntestes Werk waren die Schwarzwälder Dorfgeschichten, so eine Mischung aus Realismus des 19. Jahrhunderts und auch so ein bisschen Romantik und Verklärtheit. Aber er hat das Soziale und das Schwierige und das Ärmliche durchaus gesehen, auch in seinem wohl populärsten Einzelband, dem Barfüßerle. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Sockel war noch da, hat man dann in Nordstetten ein Relief, was sich erhalten hatte, genommen und abgegossen und so kam hier in den 50er Jahren wieder der Bertolt Auerbach auf dieses Denkmal. So, dann gehen wir jetzt von dem Auerbach-Denkmal weg. Übrigens damals, als es eingeweiht wurde, gab es im Kursaal ein großes Essen. Und dieses große Essen, da sind natürlich auch die Personen des, der israelitischen Kirchengemeinde, so hieß es damals, ich zeige nochmal das Denkmal von hinten, eingeladen gewesen und auch andere hatten sich überlegt, Stuttgarter Juden, Kanzlerjuden, ob sie da hingehen. Die Orthodoxeren hatten ein Problem, weil sie nicht wussten, ob das Essen koscher ist. So hat es das Tagebuch einer Familie Kahn aus dem Stuttgarter Westen sozusagen überliefert, das ich vor einigen Jahren entdeckt habe. So, jetzt gehe ich wieder den Kindern und so weiter, den Müttern aus dem Weg und laufe jetzt hier mal durch die Landschaft herum. Und kommen jetzt hier schließlich zur Wandelhalle, die eine Stiftung, sozusagen das letzte, was König Wilhelm I. für Cannstatt gestiftet hatte, von diesem ja, wirklich bedeutenden König für Cannstatt war. Im Hintergrund sehen Sie übrigens den Turm der 1899-1900 fertig gewordenen evangelischen Lutherkirche. So, und außerdem hören Sie Arbeiten, die mit dem Olga, der Olga-Krippe in der Taubenheimstraße zusammenhängen. Und jetzt gehen wir mal nach vorne und schauen uns diese Pfeilerhalle einmal an, die ganz klassizistisch, antik daherkommt. Und im Hintergrund, das gehört nicht auf die Halle, ist die Spitze des Daimler-Turmes zu sehen. Von ihr aus hatte man damals einen guten Blick hinunter, nach Berg zum Beispiel oder eben auch in die Kuranlagen und eigentlich dann später in den Bereich des Gartens von Daimler. Das ist ja mal ein anderer Film. Jetzt hatte ich vorhin vom Arboretum gesprochen und hier ist jetzt mal ein Beispiel einer Vogelkirsche mit dem lateinischen Namen dazu und auch der Herkunft. Und Sie hören wieder dieses Sägen dazu. Ich gehe jetzt wieder so rum. Und wir laufen jetzt einmal durch die Wandelhalle durch. Natürlich die üblichen Schmierereien, das ist ganz klar. Wobei man sagen muss, Graffiti gibt es ja schon lange. Und tatsächlich finden wir hier an den Wänden ganz alte Graffiti. Wie zum Beispiel hier. Oder hier. Oder ich laufe mal ein bisschen weiter. Irgendwo sind auch Jahreszahlen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, da sind noch mal eine ganze Reihe von Herzchen und Buchstaben. Wer weiß, wie viele Liebespaare hier schon gewesen sind. Und ach da könnte eine Jahreszahl sein. Gehen wir noch mal zurück. Zumindest stehen da Zahlen. Da haben sich viele versucht, sehen Sie? Und das geht wirklich auch weit zurück. So, und hier sind Wappen eingezeichnet. Und wieder Herzchen mit unterschiedlichsten Buchstaben. Goethe hat das ja auch gemacht, ne? Das weiß man, oben am Straßburger Münster als Student in Maulbronn wurde es getan von den Seminaristen. Und hier sieht man also wieder ein paar von diesen Inschriften.
Ja, und da ist jetzt meine Jahreszahl. Ich wusste doch, irgendwo war eine. 1912. Also das ist vor 108 Jahren gewesen. Und hier, da kommen, glaube ich, noch mal welche. Genau, da steht etwas von 65. Das könnte jetzt 1965 sein oder 1865. Ja, wahrscheinlich eher 1965. Dann hier 1916 und das da November 1910 vielleicht. So. Und dann haben wir hier den Daimlerturm, der aus Travertin errichtet ist. Und gerade eben um die Jahreswende wurden historische Tafeln, Erläuterungstafeln aufgestellt, bei denen der Verein Pro Alt-Cannstatt tatsächlich mitgeholfen hat, die Texte zu entwickeln, zusammen mit dem Daimler-Archiv. Dieser Daimler-Turm wurde auch manchmal schon von unserem Verein, also mit der Genehmigung des Daimler-Archivs, geöffnet zum Tag des offenen Denkmals. Ursprünglich 1894, im 60. Jahr seines Lebens, hatte sich Gottlieb Daimler dieses private Refugium, dieses Tusculum, gebaut. Da war der Turm nicht so hoch. Der endete hier über der zweiten Fensterreihe. Man kann es sogar noch sehen, dass die Farbe der Steine wechselt. In den späten 30er Jahren wurde der Turm erhöht, so 38 ungefähr. Und man sieht auch ganz typisch für die Zeit diesen oberen Bereich, den man auch bei anderen Häusern finden kann. Das ist nicht schlimm. Sie können einfach durchlaufen. Und genau. Und hier sieht man eben die Tafel. Da gehe ich jetzt nochmal geschwind hin. Und da kann man dann auch mal den alten Daimler-Turm erkennen. Und zwar hier oben. Und zwar ist die Aufnahme aus dem Jahr 1859, genau vom 21.12., als der 1000. Motor der Daimler Motorengesellschaft ausgeliefert wurde. Und man sieht, der Turm sah damals ganz anders aus. Er hatte auch eine andere Fensteranzahl und Reihung. Er hatte Zinnen wie ein mittelalterlicher Turm. Und tatsächlich war hier mal eine Burg, genau an dieser Stelle. Und zwar derjenigen, der Herren von Uffkirchen. Die Uffkirche ist ja nicht weit davon. Und hier unten sehen Sie noch mal ein Bild. Und da könnte man fast denken, Daimler ist daheim, denn auf dem Turm weht eine Fahne. Und unten sitzt auch eine Dame aus der Familie Daimler mit einem Sonnenschirm. Und man sieht Pavillons, man sieht künstliche Grotten. Daimler war ein großer Gartenfreund und hat das alles hier anlegen lassen, nachdem er 1882 hierher kam mit seiner ersten Frau, die 1889 starb, und dann hat er ja noch mal geheiratet, die Lina Schwendt. Und unter dieser Zeit wurde dann eben auch der Turm gebaut, eben aus Cannstatter Travertin. Im Inneren des Turmes, das sei noch gesagt, sind Wandmalereien. Leider sind sie nicht so gut erhalten. Das hängt auch damit zusammen, dass der Turm dann in den 30er Jahren verändert wurde. Irgendwann werde ich Ihnen auch diese Innenbilder mal in einem Film vorstellen. Entworfen wurden sie wahrscheinlich von Gottlieb Daimler selbst, der ein sehr guter Zeichner war. Und sie zeigen unter anderem auch seine Geburtsstadt Schaumdorf zum Beispiel. Oder auch die Produkte der Daimler Motorengesellschaft zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ja, und mit diesem Blick nach oben, und ein Vogel fliegt gerade durch, da sage ich jetzt auf Wiedersehen. Das war heute ein längerer Film. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Schulze.